Ich glaube, jeder hatte die Hoffnung, dass der Saisonstart besser läuft. Leider ist er nicht besser gelaufen, sondern, sage ich mal, wenn man jetzt vom Schalke-Spiel absieht, katastrophal. Weil gegen Hoffenheim hier 1:5 zu verlieren, okay, es ist bitter, aber eben, wie man schon sagt, es muss der Blick nach vorne gerichtet werden. Und es muss versucht werden, jetzt eben die verlorenen Punkte hier irgendwo anders wieder reinzuholen. Man muss ja nicht davon ausgehen, dass sie das absichtlich machen. Das macht keiner absichtlich. Jeder, der da aufs Feld geht, der möchte gewinnen. So, und teilweise ist es von der Tagesform abhängig, nur eben, dass wirklich 10 oder 11 Leute schlechten Tag haben, das ist äußerst selten. Und das war ganz einfach am Sonnabend so. Gegen Schalke wurde die ganze Mannschaft gelobt, wurde von einem sensationellen Spiel gesprochen. Es wurde der Vergleich Barcelona wurde in den Raum geworfen. Man muss, glaube ich, mal irgendwo ein Mittelmaß finden. Und dass man die Spieler nicht nur hoch pusht und dann wirklich von oben wieder runterholt und brutal runterholt, sondern man sollte wirklich mal ein Mittelmaß finden, wo man wirklich eine richtige Beurteilung der einzelnen Leistungen eben abgibt.